Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Teil von Victoria 3. Und in der Aufnahmepause habe ich natürlich keinen Kaffee getrunken, kein Opium und auch keine Zigarre geraucht und all den ganzen Quatsch. Nein, in der Pause habe ich ganz kurz laufen lassen und in dem Moment klickte hier Holstein, hat uns gesagt, wir sind jetzt auf eurer Seite. Wir unterstützen jetzt den Norddeutschen Bund. Das habe ich dann hier irgendwie weggeklickt. Ach genau, das war jetzt nur hier unten so eine kleine Meldung. Genau. Jupp. Und deswegen, so ist das. Machen wir mal Folgendes. Ich habe mir überlegt, wir werden jetzt mal hier uns nochmal... Ja, wie ist das eigentlich? Kohlemine. Ich glaube, die Kohlemine brauchen wir gar nicht mehr. Die ist jetzt gar nicht mehr so lebenswichtig. Eisenminen, sind die noch richtig? Motorenwerke. Wir warten mal ab. 6 Wochen und 10 Wochen, die warten wir mal noch ab. Und dann, hier ist noch eine Eisenmine. Kunsthochschulen haben wir hier eine ganze Menge sogar. 3 Stück haben wir da schon eingebaut, eingestellt. Kasernen. Also die Frage ist, wie wir das jetzt, was wir jetzt eigentlich machen mit der, was wollte ich jetzt hier sagen, mit Holstein, die uns ja jetzt irgendwie unterstützen wollen, die sind aber dummerweise in einer Personalunion mit Dänemark. Und wenn wir die jetzt erobern, macht das einfach gar keinen Sinn, wenn wir nicht auch noch zusätzlich dann Schleswig erobern. Und deswegen ist ein bisschen die Frage, wollen wir das tun oder nicht. Ich warte mal ab, vielleicht melden die sich noch von alleine. Ich meine, wir können jetzt, glaube ich, nichts machen, ne? Geht das eigentlich auch mit Rechtsklick? Ja, na, Wahnsinn. Machen wir einen Rechtsklick vielleicht demnächst, ne? So, Klientellandbefreiung, das könnten wir machen. Wir hätten quasi nur... Ach, lass uns das doch mal ausprobieren. Kann zu einem Krieg eskalieren. Na, lass uns das doch mal ausprobieren. Machen wir das doch mal. Und wir kriegen noch ein Kriegsziel hinzu. Und zwar... Staat erobern. Jutland erobern. Ne, das wollen wir uns nicht. Warte mal eben. Klientellandbefreiung Schleswig. Genau, die beiden wollen wir haben. Das sind beides unsere Ziele. Mal gucken, ob die da mitmachen. Oh, ja, Oldenburg unterstützt den Norddeutschen. Ah ja, das ist ja schön. Warte mal eben, neues Kriegsziel. So, unterstützt. Und beendet die Unterstützung. Naja, Holstein darf natürlich jetzt nicht mehr unterstützend sein. Die sind ängstlich, zu Recht auch, denn wir haben noch nicht so viel mobilisiert können, aber. Ja. Kriegsreparationen. Wir schauen mal. Ich habe jetzt keine Lust eigentlich auf den Krieg. Andererseits. Machen wir hier so 55. Holstein beginnt mit der Einberufung. Ja, das kannst du machen. Front voranbringen. Oh, da können wir schon mal hingehen. So. Schauen wir doch mal. Wichtig ist halt, dass sich jetzt hier keiner von den anderen noch anschließt. Wir können sogar noch Leute beeinflussen. Ah ja, wir haben eine ganze Menge. Schweden würde uns helfen. Ach, okay, wir machen uns mal gar keine Sorgen. Ne? Wir machen uns mal gar keine Sorgen. Außer, dass uns das Ganze ziemlich viel Geld kostet. Aber sonst, glaube ich, machen wir uns keine Sorgen. So, Dänemark beginnt mit der Einberufung. Holstein hat auch. Württemberg erklärt Neutralität. Beziehung verbessern, gebrochen zu Russland. Wir sind schon bei 50. Oh, shit. Niederlande erklärt... Württemberg erklärt die Neutralität. Das ist alles gut. Ich denke mal, das sieht gut aus, wa? 12 irgendwas. Warenzufuhr, Knappheit, Seide. Da können wir uns nochmal drum kümmern. Aber da ist immer noch keine hervorragende Route am Start. Was haben wir da sonst noch? Ungenutzte Bauproduktion. Das kann eigentlich nicht sein. Wir haben wirklich mehr als genug Bauaufträge hier. Mal Verfahren freigeschaltet. Sehr gut. Für Stahlwerke, Stahlbeton, Siemens-Verfahren. Okay. Wir bräuchten halt noch 8 Jahre für das andere. Naja, gut, wir warten mal ab. So, die sind ängstlich. Geben die jetzt nach oder nicht? Ich würde mal Folgendes vorschlagen. Wir mobilisieren einfach mal.
Ist ja kein Problem, ne? Ist ja kein Problem, oder? Haben wir gar kein Problem. Marine. Müssen wir die eigentlich aktivieren? Nee, ne? Wir haben nur gar keinen Admiral. Kann das sein? Befehlshaber. Ne, wir haben zu viele davon und zu wenig davon. Na, warten wir mal ab. 27k machen wir gerade, miese. Das liegt wahrscheinlich an den Militärgebäuden. Naja, gut. Wenn die jetzt gleich aufgeben, sollte das eigentlich schon auch dann passieren. Kommt, gebt auf. Gebt doch einfach auf. Nitroglycerin breitet sich aus. Alle sind neutral. Also ich habe auch kein Problem, Krieg zu führen. Das ist gar kein Problem für mich, würde ich sagen. Wenn ihr das wollt, gebt doch auf. Gebt doch auf. Unterwerfung verweigert. Oldenburg hat verweigert, ein Protektorat Frankreich zu werden. Das ist schon mal schön. Das ist auch irgendwie komisch, oder? Naja. So. Es ist ein Krieg mit Dänemark ausgebrochen. Echt verrückter Scheiß. Echt jetzt mal. Beziehung verbrochen. Gedingsen. Ja, dann. Dann mal los. Die Eskalation geht weiter. Die hätten ja aufhören können. Haben sie aber nicht gewollt. Dann machen wir die jetzt platt. So ist das dann wohl. Ist ein bisschen bedauerlich, wie ich finde. Hätte man meiner Meinung nach gar nicht so drauf ankommen lassen müssen. Also auch das können wir uns hier mal angucken. Dänemark. Ah ne, Holstein. Wir müssen jetzt Holstein platt machen. Na gut, das läuft so von alleine, glaube ich. Dann nutzen wir die Zeit und fahren noch mal kurz so runter nach Afrika. Oh, warte mal. Warte mal, wo sind denn meine... Haben wir die jetzt alle schon? Kongo Haku. Ja, okay. Das ist jetzt schon. Und das hier noch nicht. Müssen wir das jetzt hier kolonisieren? Ernsthaft? Ne, warte mal, hier ist jetzt... Hier läuft auch. So ein bisschen wie so eine zweite. In Yujua. Na gut, das war das Einzige, was da geht. Okay, ich nehme an, das breitet sich irgendwie aus, oder? Ich glaube, das will mir das wohl sagen. Wir sollten uns bei Zeiten damit nochmal beschäftigen. Na, Also kolonisieren ist irgendwie gerade nicht so mein, weiß ich auch nicht genau, nicht so mein bevorzugtes Ding. Sie. So, vorsichtiges Manöver. Wir sind erschöpft, warum auch immer. Wir haben 57, müssen wir eigentlich noch Militärleute ausheben. Warte mal, wir werden mal noch einen Admiral rekrutieren. Kongo, hier norddeutsches HQ vielleicht, ja, danke. Schauen wir mal, Marinebefehlshaber, Marine Stationsorganisator. Ja, leichtsinnig dafür. Forscher, ja. So. Marine. Und jetzt machen wir hier Konvois überfallen. Sehr gut. Aktuell führt Holstein irgendwie. Auch wenn ich das nicht ganz so verstehe. Das hier ist die Schlacht. Schlamm.
Verwundete, demoralisiert, Tote. Wir haben nicht so viele Tote wie die. Der Schlacht läuft einfach noch an. So, gewonnen. Sehr gut. Jetzt läuft das hier wieder weiter. Da gibt es sogar zwei Schlachten. Einmal 132 und einmal 81 gegen 15 und 6. Das sollte doch gehen. Bayern unterstützt den Norddeutschen Bund. Na, schau mal an. Das ist ja schön. Vielleicht können wir die... zu unserer Zollunion wechseln. Plus 5. Das geht jetzt nicht, weil... Warte mal, zu unserer Zollunion wechseln. Erstmal, haben die eine Zollunion mit irgendwem? Nee, die sind schon in unserer Zollunion, also können die nicht wechseln. Okay. Steht ja auch da. Ich Idiot. Schuldenübernahme. 55k. Nee, ganz sicherlich nicht. So. Ja, ich sag mal, das sollten wir doch auch hinkriegen. Oldenburg beendet die Unterstützung. Frieden zwischen Frankreich und Furuturo. Gescheiterte Verteidigung. Ja, bedauerlich. Was ist denn hier mit Bremen? Wie sieht es denn bei euch so aus? Aufhören, Beziehung zu verbessern? Auf keinen Fall. Das machen wir mal schön weiter. Und Oldenburg, was ist denn mit euch los? Hm? Zu unserer Zollunion wechseln. Was haltet ihr denn davon? Mal ganz kurz gucken, mit wem sind die da? 119. Wollen die so gar nicht, ne? Unterwerfung verweigert. Ruanda. Ah ja. 10% mehr Bürokratie. Das ist hervorragend. Wir gucken doch mal eben. Was haben wir denn hier? Norddeutsch-Senegal. 14. Staat inkorporieren. Verwüstung. Ja, ich würde gern kurz mal hier hingucken und das mal einsetzen hier. Okay, Streitkräfte deaktiviert, aktiviert. Das weiß jetzt auch gerade keiner wieder, was hier links und rechts passiert. So, jetzt haben wir hier. Ach, schön. Staatsskelettbau, das ist eine wichtige Sache mit dem Staatsskelettbau. Okay. Wie sieht's denn aus? Derzeit keine aktiven Fronten. Was? Müssen wir nicht hier hin? Ach, wenn ich wüsste, ne, wie man Krieg führt, ne? Das wäre einfach. Psychiatrie breitet sich aus, hervorragend. Dänische Konvois versenkt, hervorragend. Streitkräfte, was auch immer. Ja, gut. Beendete Schlachten 2. Frieden schließen. Friedensvertrag vorschlagen. Schleswig befreien. Das sehen die noch so gar nicht, ja. Da warten wir mal ab. Oh, das ist auch schön hier mit der Grafik, ne, dass man das hier so sehen kann. So. Kapitulieren wollen wir nicht. Wir wollen die beiden befreien. Ob die sich an uns anschließen, werden wir sehen. Warum haben wir eigentlich so wenig dänische Konvois versenkt? Oldenburg unterstützt jetzt. Ah ja, das ist doch schön. Das ist doch schön, dass er das jetzt wieder macht. So, hatte ich das hier gerade schon gestartet? Ja, habe ich. Ja, wundervoll. Haben wir noch 23 irgendwas über.
kann ja mal hier reingucken. So, 37 Bataillone in Reserve. Okay, kann weitere Interessen unterhalten. Okay, dann machen wir das doch mal. Auch was Wichtiges. Klientelland entlassen, Interessen erklären. Wie wäre es denn mit sowas hier wie Peru? Winzmacht. Mapuche. Ja, pass auf, dann machen wir doch mal hier unten. So, da können wir bestimmt schicke Sachen dingsen und da können wir bestimmt auch Kolonien gründen, sobald wir das Interesse haben. So. Ja. Wir geben gerade unfassbar viel Geld aus. Ich hoffe, dass das jetzt hier echt mal zu einem Frieden kommt, bevor wir hier bankrott sind. Das wäre einfach echt ungünstig. Weiter im Text hier. Unproduktive Handelsrouten. Die Motoren. Ja, okay. Dann nehmen wir die mal weg. Teure Regierungswaren. Teure Militärwaren. Mangelnde Besteuerungskapazität. Seide immer noch ein Problem. So, wie sieht es denn aus? 246, 248. Kriegswille 51. Also dann ist aber noch die Frage, wie kriegt man den Kriegswillen denn jetzt gebrochen? Also wie können wir denn... Das mit dem Krieg habe ich noch nicht so ganz raus, tatsächlich. Also, wir können da jetzt nicht weiterlaufen. Wir könnten doch hier nach Dänemark und hier mal eben Jutland einnehmen. Das wäre doch gar kein Problem für uns, oder? Kriegswille 46. Sind das unsere Prozente? Ja, ne? Ja, das sind offensichtlich hier der Kriegswille, der da oben steht. Noch so ein Land wäre halt echt krass, ne? Dann würden die halt... Nein, wir warten mal ab. Wir haben noch ein bisschen... Ach, guck mal, so viel Geld haben wir auch gar nicht mehr... Geht ja gar nicht mehr verloren. Ich meine, man muss ja auch manchmal... Oh. Unfall im Färbewerk. Das kennen wir schon. Die Gewerkschafter bekämen einen Punkt. Die Gewerkschafter sind randständig. 4% Sterblichkeit. Ja, dann machen wir doch das. Das ist doch okay. So. Klären wir mal weiter. Werkzeuge. Ja, das ist echt... Wir haben, glaube ich, hier so eine Handelsroute. Wir exportieren einfach mal 662 davon. Damit könnten wir unser Defizit locker füllen, ja. Da hätten wir immer noch 100 zum Exportieren. Aber warte mal, wir können ja noch... Können wir nicht noch mal gucken? Handelsrouten. Handelsrouten. Filter. Nach Waren. Nee, nach Land. Alle. Nach Waren, Werkzeuge. Hier könnten wir doch sagen, wir nehmen jetzt mal Exportzölle dazu. Ne? Wenn die schon teurer, also wenn wir die schon verkaufen, dann können wir die auch richtig teuer verkaufen. Ja. Können wir jetzt ein bisschen Geld machen, oder? Zölle, 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 mal schauen. Werkzeuge, 687, das ist nicht so viel. Zucker. Okay. So, Freunde, wie sieht es denn jetzt hier aus? Hm? 189.
Sie würden noch nicht mal mit einem gehen. Das Dumme ist, wenn wir nur einen nehmen, dann macht das gar keinen Sinn, weil wir schaffen es dann nicht, sozusagen den ganzen Landstrich hier einzunehmen. Und den brauchen wir halt für Deutschland. Das nützt alles nichts. Das nützt alles nichts. Wenn die uns das nicht freiwillig geben, müssen wir da eben Krieg führen. Wir können uns das leisten. Wir haben noch Guthaben, Hydraulikkräne. Sehr gut. Familienband ist aktuell 20% Einfluss. Sehr gut. Und einheimischen Aufstand in den Great Plains. Damit müsst ihr selber klarkommen. Wir gucken nochmal ganz kurz bei den Kollegengründen. Sind wir nicht dabei, Interessen zu erklären? La Plata, ja. Können wir alles nicht, kann nicht kolonisiert werden. Ist eine dezentrale Macht. Ich verstehe das mit dem Kolonisieren noch nicht. Ich glaube, da muss ich mir mal ein Tutorial angucken. Am besten mein eigenes aus Schweden. Leider habe ich da nicht kolonisiert. Aber gut, so ist das halt. So, das tickert jetzt hier immer noch runter. 171. Mal schauen. Der Kriegswille ist bei 14. Okay, das könnten wir nochmal abwarten. Was macht es denn sonst noch? Relative militärische Stärke und Mobilisierungsstufe. Wir könnten nochmal alles mobilisieren. Nützt nichts. Ist alles mobilisiert, oder? Ja, ich denke. Nun gut. Was haben wir da sonst noch? Was können wir denn sonst noch tun? Größe der dänischen Goldreserven minus 19. Aufruhr in Dänemark plus 2. Anzahl der Loyalisten in Dänemark minus 3. Schleswig befreien ist Teil des Friedensvertrages minus 160. Das Problem, Hamburg ist... Warum haben die jetzt die Unterstützung aufgehört? Einvernehmlich, die Beziehungen sind noch gut. Na kommt doch jetzt mal her. Hm? Das ist doch hier gleich vorbei mit dem Kriegswillen. So, durch Kriegsmüdigkeit 100. In 4 Tagen verlieren sie 2,51 aufgrund von Kriegsmüdigkeit und 0,25 durch Grundzerfall. Ja, das ist leider nur die falsche Sache. Hier müssen wir hingucken. Kriegswille 0. Jetzt gucken wir, ob das runtertickert. Vielleicht muss das auf Minus irgendwas runtertickern. Geht denn das überhaupt? Minus oder ist das... Gucken wir mal in 6 Tagen, 5 Tagen... Ob sich jetzt hier irgendwas ändert? Nö, da ändert sich nichts mehr. Das bedeutet, wir kommen jetzt hier auch nicht weiter. Ist das korrekt? Das ist korrekt. Dann machen wir mal Pause. Das heißt, wir können tatsächlich nur Holstein befreien machen. Ja, dann machen wir das. Es ist halt blöd, aber... Neuer Befehlsbefehl... Befehlsaberbefehl, was? Okay, spanische Rivalität. Grundbesitzerwahlen beschließen. Es gibt eine Protestbewegung. Okay, brasilianisches Portugal-Gedöns... Ist das jetzt unseres? Nee, es ist Holstein, ist jetzt befreit. Mögen die uns jetzt? Nee, die sind einfach nur vorsichtig. Wir machen mal Beziehungen verbessern, definitiv. Und in die Zollunion einladen, das wollen sie aber gerade nicht. Wegen der vorsichtigen Sache da vorne. Wir machen mal Finanzierung beginnen. So.
Jetzt sind wir bei 28k. Na, das lassen wir erstmal eine Zeit lang auch so laufen, würde ich sagen. Einfach damit wir mal ein bisschen Geld reinkriegen. Ja. Bei Frankreich sind wir neutral, das ist doch hervorragend. Und das machen wir auch mal noch schnell. 21 Jahre. Nee. Das ist vielleicht ein bisschen sehr viel. 21 Jahre. What the heck? So. Sachsen, es ist noch 15 Monate. Wie lange dauert denn das mit der Forschung? Noch 7 Jahre. Na gut, da haben wir noch ein bisschen Zeit. Was haben wir denn hier? Die Grundbesitzerwahlen. Momentan haben wir die Autokratie. Wir würden Wahlen einführen. Das würde was bringen? Wir bekommen 100 Autorität. Hier haben wir aber 200 Autorität. Wir bekommen eine zulässige Größe der Regierung. Regierungsideologie Malus. Legitimität durch den politischen Druck der Regierung. 40 Legitimität durch Stimmen. Schaltet Frauenwahlrecht Gesetz in Frauenrechte frei. Hierdurch entstehen Parteien. Lass mal ganz kurz gucken. Die Intellektuellen. Naja, die Junker. Ach, wisst ihr was? Wir machen das mal. Da ist irgendwie keiner dagegen. Wenn da keiner dagegen ist, machen wir das mal. Aktiviert, aktiviert, deaktiviert. Ja, da wird gleich wieder rumgemoppert. Aber das ist gut. So sind wir Deutschen. Intellektuelle, guck mal, das ist doch gut. Die haben wir auch schon gestärkt. Seide ist halt immer noch ein Problem, ne? Zwei, das ist halt so... Haben wir eigentlich Interessen hier? Interessen erklären. Pass auf, wir nehmen mal La Plata raus und machen das mal hier. Italien, die haben bestimmt eine Menge Kolonien gründen. Jetzt kann ich 4 Kolonien gründen. Kongo. Ja, hier, komm, alle, los. Sicher, dass die Kolonisierung von Norddeutschland und Mauretanien abgebrochen werden soll? Nein. Südkamerun ist hier, ne? Ich verstehe es gerade nicht. Was? Kongo? Hier. Ist das Kongo? Ja. So. Südkamerun. Kolonie in der Staatsregion Südkamerun entfernen. Nein, ich will einfach nur neue Kolonien gründen. Geht das nicht? Fruta Luta hier. Information ist eine Nebenmacht. Fruta Luta können wir nicht kolonisieren. Kabu ist eine Dezentralmacht. Wir könnten nicht. Nein, also irgendwie sind wir da schon dabei. Mann. Okay. Was ist hier eigentlich mit Frankfurt? Vorsichtig immer noch. Unterwerfung verweigert. Hat verweigert, ein Protektorat von, hast du nicht gesehen zu werden. Na gut. Das kann ich irgendwie nachvollziehen. Verstehe ich auch irgendwie. Bayern beendet die Unterstützung. Bayern, was ist denn da los? Was habt ihr denn schon wieder? Hä? Dann irgendwann müssen wir Bayern vielleicht auch mal nehmen. Interesse an der Plata entfernt. Interesse an der Strategieregion Sizilien bekommen. Und jetzt gucken wir doch mal, ob wir nicht ein bisschen mehr... Opa, Seide. Oh, brauchen wir gar nicht mehr. Hier könnten wir ein bisschen was gewinnen. So.
Baden unterstützt jetzt den Vereinigungskandidaten für Norddeutschland. Ja, bitteschön, dann macht es doch mal. Unterstützt mich doch alle mal. Meine Damen und Herren, das war's für diese Folge. Wir haben Holstein geholt. Vielen Dank fürs Zusehen. Und mit Fieber, nächste Folge geht's weiter. Macht's gut.